Hallo zusammen, ich wollte euch zeigen, wie ihr unter OS X PDF-Dateien verkleinern könnt. Und zwar geht das ganz einfach. Ich habe hier jetzt mal als Beispiel eine große PDF-Datei, die ist über 20 MB groß. Letztendlich hat sie aber nur zwei Seiten, aber dafür einige Bilder. Ihr könnt jetzt ganz einfach über File, Export, einen sogenannten Quarzfilter auswählen. Den seht ihr hier. Hier wählt ihr dann Reduce File Size aus. So, und wenn ihr den anklickt, das Ganze neu umbenennt, Save, seht ihr auch schon direkt, dass diese Datei nur noch 400 Kilobyte groß ist, anstatt ganze 20 MB. Wenn ihr die zwei jetzt vergleicht, ist da vielleicht ein kleiner Qualitätsunterschied bei den Bildern. Wenn das nicht so wichtig ist, ist gut so. Falls ihr da noch was ändern wollt, könnt ihr über die sogenannte Color Sync Utility, das ist eine ganz normale Utility, die auch bei OS X immer dabei ist, an den Filtern, an den verschiedenen Filtern rumarbeiten. So, also wenn ihr in dem Filterfenster seid, seht ihr auch schon Reduce File Size. Den kann man bearbeiten, muss man aber erst vorher einmal duplizieren. Das macht ihr, indem ihr hier rechts draufklickt auf den Pfeil und auf Duplizieren klickt. Dann entsteht eine Kopie und ihr könnt diese Kopie dann entsprechend bearbeiten. Also wenn ihr bessere Qualität haben wollt, könnt ihr das nach rechts ziehen und schlechtere Qualität nach links. Und hier gibt es noch weitere Einstellungen, falls ihr euch damit auskennt. Ansonsten könnt ihr das dann, wenn ihr es abgespeichert habt, so wie vorhin auch gezeigt, verwenden. Ja, ich hoffe, das klappt für euch und viel Erfolg dabei.